Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist der Purelay Adventskalender bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses sackenteure Schätzelein hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir haben den ja schon vorbestellen können im Mai, ne? Und deswegen habe ich erstmal gar nicht mehr gewusst, welche Farbe ich ausgewählt habe. Gold. Und ich wusste auch nicht mehr, welche Schmuckstücke ich mir für die fünf Elemente ausgesucht habe, beziehungsweise vier Elemente plus Alua. Und deswegen ist es für mich eine absolute Überraschung. Ich habe dafür bezahlt 169,90 Euro, müsste das gewesen sein. 785 Euro Schmuckwert sollen hier drin sein. Keine Ahnung, werde ich ausrechnen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, da muss ich halt so quasi rechnen, ne? Wenn halt ähnliche Schmuckstücke dort im Online-Shop zu finden sind, dass man das so quasi ausrechnet. Wir gucken uns aber mal so ein bisschen erstmal die Optik an. Ist ganz hübsch, wenn man das hochklappt, ne? Dass man hier so diese Geschichte sieht und dann hier unten hast du diese Schublade mit am Start. Die ziehe ich dann direkt gleich mal raus und habe dann hier die verschiedenen Böckslein drin. Macht erstmal so einen ganz guten Eindruck. Ich weiß nicht, nee, hier ist auch nichts weiter drunter oder so. Nö, das ist dann der Adventskalender. Ich finde den hübsch. Wirklich? Jetzt muss er nur zeigen, was in ihm steckt. Und da starte ich doch einfach mal hier mit der Nummer 1. Ja, außen dran steht auch immer, was drin ist. 23361 Earring Earth Canyon Gold. Und du hast halt auch die Produkte immer in so Säckchen drin. Und das sind wirklich krasse Ohrringe. Das sind so Mini-Kreolen, die hinten aber so offen sind, was für mich super ist, weil ich habe etwas dickere Ohrläppchen, nenne ich sie ja immer ganz gerne. So schauen die aus. Ich finde die relativ grob. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt super hübsch finde, bin ich ehrlich, ne? Ist okay. Würde ich die jetzt so tragen? Ist schon süß. Haut mich aber noch nicht so vom Hocker. Gucken wir weiter. In die Nummer 2. Einen Ring sollen wir hier drin finden. Da haben wir hier auch wieder dieses hübsche Säckchen. Der passt tatsächlich auch zu den Ohrringen. Also ja, ich habe keine schmalen Finger, aber man kann den auch weiterstellen, wenn man möchte. Ich finde, der fühlt sich sehr, sehr leicht an. Hat hier, wie gesagt, auch diese Öffnung, sodass er dann auch verschiedenen passen könnte. Bei mir passt er, wenn ich ihn nicht ändere, auf den kleinen Finger. Und schaut so aus. Ist ganz hübsch, aber ich muss sagen, er fühlt sich wirklich sehr, sehr leicht an. Ne? Ringe von Purelay kenne ich persönlich jetzt auch nicht. Ich habe bislang halt nur Ohrringe, Ketten und Armbänder und Fußkettchen von denen gehabt. Eigentlich im Prinzip alles, bis auf Ringe. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da habe ich jetzt eher The Gentle Breeze That Carries Her Vice Melodies Whispering Stories of the Islands. Mhm. Das habe ich mir auch ausgesucht. Mal gucken, was ich mir da ausgesucht habe. Auch wieder in diesem Säckchen drin. Ah ja, genau. Das sind halt relativ schlichte Ohrringe, aber ich mochte die sehr, sehr gerne leiden. Die fühlen sich auch sehr schwer an. Auch das sind quasi so Halbkreolen, ne? Also hier sieht man auch diese Wölbung, finde ich ganz hübsch gemacht. Also sehr klein, muss ich mal gucken, ob mein Ohrläppchen da auch reinpasst. Ansonsten, ja, ist auf jeden Fall ein schönes, eine schöne Nummer 3. Und das soll luftig und leicht sich anfühlen. Und ich finde es einfach hübsch, ne, dass du dann auch hier so eher und dann diese Lotusblume oben drauf, ist schon schön. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir ein Earcuff drin. Und Earcuff ist jetzt nicht so meine Welt, also die halten bei mir nicht so gut. Ja. Und ich weiß nicht, tragt ihr sowas? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Der schaut so aus, ist so mit Perlen, also nicht Perlen, sondern halt mit, das sind eigentlich Perlen, ne? Aber halt keine Perlen als Perlen, sondern als Goldperlen halt. Ja, trage ich jetzt so nicht. Dann schauen wir mal, was uns am Tag von Nikolaus in der Nummer 5 erwartet. Außen steht Armband drauf. Dann wird auch ein Armband drin sein. Huch, huch. Es passt auf jeden Fall zu den Ohrringen. Ja, einigermaßen, die wir ja in der Nummer 1 schon drin hatten. Von der Länge her passt es mir gerade so. Es sieht sehr, sehr hübsch aus. Ne? Also wir haben auch so Glitzersteinchen mit dabei. Mag ich schon gerne leiden, muss ich sagen. Doch, das ist schon hübsch. Das ist schon hübsch. Aber wie gesagt, wenn ich das jetzt zumachen würde, ich halte es jetzt einfach mal, weil ich gerade zu, ich krieg's gerade nicht hin, dann ne, wäre das schon sehr, sehr eng bei mir. Aber es gibt ja auch so Verlängerungskettchen, wenn man möchte, bei Purelay oder generell, ne, dass man da einfach die Möglichkeit hat, das auch an jede Armbreite anzupassen. Aber naja, ich sag's ja immer wieder, meine Armgelenke sind nicht schmal. Bei mir ist eigentlich gar nicht schmal. Nikolaus bringt uns in Wallung, denn hier haben wir Feuer drin. Eisdee-Adventskalender ist verlinkt. The spark of creation that ignites the volcanic heart of Hawaii. Okay, da geht es um das Herz von Hawaii. Eine Kette ist hier drin.
Das passt natürlich zu Nikolaus. Das muss auch durchaus sein, ne, dass man da sowas drin findet. Und hier habe ich mir dieses Design selbst ausgesucht. Fand ich dann wohl am schönsten. Eine sehr lange Kette ist das. Die ich, also sowas mag ich ja auch ganz gerne. Und das ist so ein bisschen, ja weiß ich nicht, wie so eine Sonnenscheibe, würde ich jetzt fast schon sagen. Du hast in der Mitte auch so ein Glitzersteinchen. Fühlt sich sehr, sehr schwer an, der Anhänger. Und eine richtig schöne Kette. Hättest auch die Möglichkeit, hier unten unterschiedliche oder hinten halt unterschiedliche Größen einzustellen. Das ist eine schöne Nummer 6. Das finde ich klasse. Schauen wir uns die Nummer 7 an. Ohrringe sind hier wohl drin. In diesem wunderschönen Säckchen. Oh, sehr dezente Ohrringe, was ich auch mal ganz gut finde. Oi, hübsch. Huch, würde theoretisch passen zu dem Ring und zu den Ohrringen, die wir in der Nummer 1 auch schon drin hatten. Und so schauen die aus. Das sind einfach so Ohrstecker, ganz simpel. Halt wie so ein Plättchen, was platt gedrückt wurde. Wow. Und wo ein bisschen drauf rumgekloppelt wurde, damit da so ein Muster entsteht. Finde ich hübsch. Ja, beschreiben kann ich Dinge sehr gut, ne? So, die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Ein Armband erwartet uns hier drin. Mal wieder. Aber die hatten ja auch gesagt, was, also wie viel von welchen Artikeln quasi drin enthalten sein wird. Das ist ein Armband. Ach so, so ein Doppelarmband. Okay. Wie nennen sich diese Ketten? Schlangenketten oder so? Das sind halt so sehr starre. Oh, das kriege ich fast nicht zu. Aber es sieht wirklich hübsch aus. Also das ist unglaublich schön. Unglaublich schön. Aber bei mir ist das Problem, ich rasiere mir meine Arme, ich habe die gerade auch gesehen, war ein Reim, ne? Da verfangen sich meine Haare drin und dann piekst das wie Sau. Das ist aber eine ganz persönliche Sache von mir. Ich könnte mir auch die Arme rasieren, habe ich aber gar keinen Bock drauf, ne? Ist euch aufgefallen, dass wir hier sehr wenige Piolet-Symbolprodukte drin haben? Das hatten wir ja letztes Jahr, das wurde super viel kritisiert. Ich fand das bei den Schmuckstücken, die ich behalten habe, gar nicht so schlimm. Ich fand das sogar sehr, sehr schön. In der Nummer 9 dürfen wir uns über das nächste Produkt freuen. Eine Kette soll hier sich drin befinden. Oh, die ist speziell. Die ist ein bisschen kürzer, ne? Sieht man hier auch von der Länge her. Hat auch ganz interessante Glieder. Und da haben wir halt eine Muschel, die so Steinchen drauf hat. Das könnte ein bisschen kitschig sein, ne? Aber ich finde es eigentlich ganz fein, wenn man so, ja, Adventskalender, ich weiß, aber wenn man so ein Bikini anhat und dann so eine Muschelkette dazu, finde ich hübsch. In der Nummer 10 darf es hier mit Aloha weitergehen. Means to live with kindness, respect and harmony toward all beings and nature. Hier habe ich passend zu der Kette sehr wahrscheinlich die Ohrringe auch mir ausgesucht, ohne es zu wissen offensichtlich. Denn ich habe mir Muschelohrringe ausgesucht. Die passen zu der Kette, die wir gerade drin hatten. Das sind einfach jetzt so Ohrstecker, die auch so ein Steinchen drin haben. Das ist schon hübsch, ne? Wirklich, da könnten sich die Haare natürlich sehr furchtbar drin verfangen. Aber, nö, also vom Design her finde ich das einfach mal was anderes und ich finde es ganz hübsch. Im Sommer halt auch sehr gut geeignet. Ja, ich weiß, ich weiß. Noch haben wir Sommer hier quasi. Also es sind heute 25 Grad läuft. Die Nummer 11. Hier haben wir einen Anhänger drin. Sowas ist immer, dass ich mir denke, naja, 170 Tacken für einen Adventskalender und du packst mir einfach in ein Säckchen hier einen Anhänger rein. Finde ich doof. Finde ich einfach, bin ich ehrlich, passt von der, ja, von der Farbe her zu der Nummer 1. Und dann kannst du halt eine der Ketten, die du ja schon hast, nehmen und den Anhänger, der dran ist, abmachen und das dran machen. Aber halt einen Anhänger. Also ich finde es immer blöd. Also ich bin da gar kein Fan von. Aber stand online. Man muss sich darauf einstellen. Die Halbzeit habe ich jetzt hier, Nummer 12. Wir haben ein Armband hier drin. Puh, ja, zwei Songs hintereinander, ne? Bin ich ja gar nicht so Fan von. Also das muss nicht sein. In einem 170-Euro-Adventskalender brauche ich kein Stoffarmband. Nein. Das finde ich nicht gut, auch wenn diese Plättchen super zu den Ohrsteckern passen und so, ne? Und sicherlich ist es auch fancy ist und so, aber das brauche ich nicht in einem solchen Adventskalender drin haben. Kannst du auch super toll zu diesem hier kombinieren. Wunderschön, aber nein, nicht in einem 170-Euro Adventskalender. Die Nummer 13 eröffnet die zweite Halbzeit. Eine Halskette möchte sich hier drin verstecken. Oh, die ist schön lang. Die kannst du definitiv verwenden, um da halt dann auch die diesen anderen Anhänger dran zu machen, wenn dir das nicht gefällt, was du hier dran hast. Und die ist auch relativ lang. Und der Anhänger, der da dran ist, ist super schwer, ne? Das ist so eine wunderschöne Perle. Mag ich persönlich sehr gerne leiden. Finde ich wirklich, wirklich hübsch, ne? Und ich trage auch gerne so Perlenohrringe. Und das dann dazu kombiniert, ist, glaube ich, echt ein Fest. Also sehr, sehr, sehr hübsch. Und dann geht es auch schon zu Nummer 14. Hier möchten Ohrringe drin sein. Das finde ich gut. Ich mag gerne Ohrringe und die hatten wir jetzt ja auch schon länger nicht mehr da drin.
drin. Die passen zu dem Earcuff. Huch. Und das sind auch wieder so Halbkreolenstecker. Schauen so aus. Ne? Und sind halt so ein bisschen offen. Ja, also ne, auch so ganz klassische, relativ schlichte. Und wie gesagt, die passen zu dem Earcuff, sofern man sowas trägt. Die 15. Einen Ring dürfen wir uns hier wieder gönnen. Oh, auch das ist halt wieder so ein Ring, der so ein bisschen offen ist. Ne? Kann ich mir halt größer machen, wenn ich möchte. So schaut er aus, wenn er dann am Finger getragen ist. Sieht wirklich hübsch aus mit diesen Wellen. Ne? Und hier sehen wir dann die offene Seite. Und ich habe viele von diesen offenen Ringen auch, die ich generell trage. Deswegen finde ich das ganz hübsch. Und das ist eigentlich auch ein schöner Ring. Und der fühlt sich auch ein bisschen hochwertiger an als der erste, den wir drin hatten. Weil der ist sehr, sehr leicht. Der andere in zwei. Der ist jetzt ein bisschen schwerer. Die Nummer 16. Hier haben wir auch wieder Ohrringe drin. Oh, schön. Die finde ich richtig geil. Oh, Claudia ist im Himmel, Leute, ich sag's euch. Ja, das sind halt solche etwas größeren Ohrringe, die auch so ein bisschen, die sind eigentlich so platt, aber das Metall ist so gebogen. Ne? Ich finde, das ist voll mein Vibe, finde ich großartig. Oh. Richtig, richtig geil. Und ich zeige euch die Teile natürlich nicht getragen, weil auch ein Großteil der Produkte weiterwandern wird. Ne? Also das kann ich nicht alles behalten, weil ich hier so viele Schmuck-Adventskalender auch auspacke. Jetzt machen wir mit dem Element Wasser weiter. Das ist die Nummer 17. The Life-Giving Force That Surrounds Hawaii as Endless Blue Ocean. Ein Armband möchte hier sich drin verbergen. Oh, das ist auch schön. Muss es nicht doppelt? Ja, das muss auch doppelt genommen werden. Das ist auch mit so einer Perle. Passt zu der Kette und zu den Ohrringen, die wir hatten und zu so vielen. Also zu diesen Halbkreolensteckern und zu dem Earcuff, ne? Genau, das mag ich gerne leiden. Das ist auch wirklich mein Vibe, ne? Aber ich trage eigentlich nicht so super gerne Armbänder. Da muss ich mich echt entscheiden, was ich davon behalten möchte. Auf wie mit Gebrüll in die Weihnachtswoche. Da habe ich jetzt hier die Nummer 18. Eine Kette haben wir jetzt hier drin enthalten. Wieder. Uiuiuiui. Die sind so schön, diese Schlangenketten. Aber ganz ehrlich, meine Haare im Nacken mögen das ja gar nicht, ne? Wenn ich eine Hochsteckfrisur habe, kann ich das tragen. Und ich aufpasse, dass kein einziges Haar aus meinem Nacken damit in Verbindung kommt, ne? Das ist so beautiful. Das ist so edel. So, so schön. Oh. Meine Mama hatte auch damals so ein Armband aus so einem Material. Und das, ich habe es auch geliebt. Aber die Haare, die bleiben alle daran hängen. Die Nummer 19. Ich glaube, das ist eine Fußkette jetzt hier, ne? Ein Anklet. Das ist dann ein bisschen weiter. Und Fußkettchen ist auch wunderschön, ne? Mag ich ja gerne sowas leiden. Kann ich euch ja an meinem Arm so dran halten. Ja, hier haben wir halt auch so eine klassische Kettenform und dann auch so ein paar Glitzersteinchen mit dabei. Finde ich super, super schön. Auch die Kette wird mir ein Ticken zu eng sein, aber ich habe tatsächlich durch den Mahina Club und auch durch diverse andere Adventskalender so Verlängerungen und die verwende ich dann bei sowas immer. Ne? Die Nummer 20 eröffnet unseren Endspurt Richtung Weihnachten. Hier haben wir dann auch wieder einen Charm drin enthalten. Ich finde das blöd, ne? Aber stand online. Okay, der ist auch extrem hübsch, extrem kitschig, würde ich auch dazu tatsächlich ehrlich gesagt sagen. Aber irgendwie mag ich den auch richtig gerne leiden. Also ich habe ein Herz für ihn. Der schimmert so vor sich hin. Mag ich. So, vier Kläppchen trennen uns noch von Heiligabend. Und jetzt schauen wir mal in die Nummer 21. Eine Kette haben wir jetzt hier drin. Und da bin ich sehr gespannt über das Design, auf das Design. Und das passt zu dem Armkettchen, was wir schon hatten. Und auch zu dem Fußkettchen. Eine sehr, sehr schöne Kette. Das ist, die nennt man Y-Ketten, glaube ich, ne? Weil du eine generelle Kette hast. Hier so, ne? Also Kette rund. Und dann hier unten geht dann noch so ein Prömpel nach unten. Ein Pfad quasi, was man bei einem tiefen Dekolleté extrem schön tragen kann. Und da haben wir halt auch diese eckigen Glitzersteinchen wieder mit dabei. Also die finde ich sehr, sehr, sehr hübsch. Die Nummer 22. Wir bekommen wieder ein paar Ohrringe. Die sind nochmal separat eingepackt. Scheinen sehr special zu sein. Oh, die passen zu dem Anhänger, den wir eben solo drin hatten. Also es sind hier schon so ein paar Sets, würde ich sagen, in dem Adventskalender auch enthalten. Und hier haben wir Ohrstecker. Das Design kennen wir ja eben schon von dem Anhänger, ne? Mag ich auch gerne leiden.
So ein bisschen blinky-blinky, ne? Mag ich. Trommelwirbel. Was bekommen wir wohl einen Tag vor Heiligabend? Da wir an Heiligabend selber wahrscheinlich eine Kette drin haben, würde ich jetzt hier auf ein Armband tippen. Nee, ein Ring. Okay, auch hübsch, ne? Der ist ein bisschen weiter. Ich packe ihn aber trotzdem auf meinen kleinen Finger wieder drauf. Und der hat halt hier auch diese Öffnung und dann diese zwei Steinchen. Ist ganz hübsch. Aber ich muss sagen, ich hatte auch schon schwerere und etwas hochwertigere Ringe. Also von den Ringen bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so geflasht von Piolet. Passt zu super vielen Sachen, zu der Kette, zu dieser Y-Kette, zu dem Armband, zu dem Fußkettchen. Ne? Also das kann man mit vielem kombinieren. Das ist aber auch so ein Ring, wo ich sagen muss, da bleibe ich überall dran hängen mit dem Ding. Ne? Ja, jetzt sind wir alle gespannt, was ich mir für den 24. Dezember ausgesucht habe. Gar keine Ahnung. Das Element ist die Erde. Ja, die Mutter Erde. The Foundation of Hawaii's Majestic Mountains and Lush Nature. Ja, es ist natürlich eine Kette. Aber wie sieht sie aus? Das war jetzt weniger spektakulär, als ich gehofft hatte. Hübsch. Womit passt du? Wir haben jetzt, glaube ich, nichts, was du 1:1 damit kombinieren könntest. Ja, aber hier haben wir dann einmal die Kette. Das ist eine kurze Kette. Und das sieht ganz hübsch aus. Ne? Da haben wir so Steinchen auch dran, die nochmal eingefasst sind. Ist eine Kette, die ich auch eigentlich ständig tragen würde. Also da wüsste ich jetzt nicht, wann ich die nicht tragen würde. Also nicht zu viel, nicht zu wenig Schmuck, ne? Ja, und das ist jetzt einmal der Adventskalender gewesen. Ich schaue vor mich und sehe 24 Schmuckstücke, wovon mir die meisten tatsächlich ganz gut gefallen. Und wo ich sage, Mensch, da haben sie auch wirklich gute Produkte reingepackt. Bei manchen sage ich, ja, hätte jetzt nicht unbedingt so drin sein müssen, ne? So diese einzelnen Anhänger brauchst du eigentlich nicht. Ringe ist immer Hit or Miss. Du kannst damit echt den Geschmack der Leute treffen oder halt vollkommen ins Klo greifen. Dass ein Irrkauf mit dabei war, war auch aufgeführt. Ich finde die Ketten wunderschön. Bei den Armbändern, wie gesagt, ist es halt immer meine Armdicke, die halt nicht so ganz damit konform geht, aber habe ich ja meine Verlängerung für. Ansonsten finde ich, ist der Adventskalender eigentlich echt solide. So ein richtiges Highlight-Produkt, also Highlight, ne, was ich jetzt, sage ich mal so, zu 24 erwartet hätte, habe ich jetzt so eigentlich nicht wirklich. Ne? Klar, also diese Ohrringe feiere ich persönlich am allermeisten. Diese großen Kreolen, das ist halt voll meins. Auch diese Schlangenkette finde ich extrem schön, aber da habe ich echt schon wieder Schmerzen, wenn ich nur daran denke, die anzulegen. Ich glaube, dass bei den Schmuckstücken halt super viele Geschmäcker auch abgedeckt wurden. Ne? Weil du hast eigentlich auch viele zurückhaltende Sachen, die auch viele feiern werden und auch tragen werden, aber die jetzt nicht so kraväm auffällig sind. Und ich glaube, dass das auch manchmal gar nicht so verkehrt ist bei dem Adventskalender, wenn man ja auch super viele Leute damit ansprechen möchte. Aber damit kann man halt auch so ein bisschen ins Klo greifen, ne, wenn man da halt dann dafür nicht so das Ultra-Highlight-Produkt mit dabei hat. Es ist schwierig, finde ich. Aber es sind schöne Sachen dabei. Aber 170 Euro? Ist es das einem wert? Weiß ich nicht. Ihr Lieben, lasst es mich wissen. Ne? Dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.